Hallöchen, ihr Lieben. Guten Morgen. Hier ist die Fritzi aus Fritzis Kunterbund im Chaos. Ausnahmsweise mal morgens, aber das ist momentan die einzige Zeit, wo ich dazukomme. Ich hatte meine Obsession mit Travel Notebooks, meine neue, erwähnt. Und weil mir nichts anderes eingefallen ist und ich wirklich zu gar nichts kreativ momentan komme, habe ich gedacht, das ist was, was ich meinen Mädels für den TeamSwap in Mainz mache. Nächste Woche ist OnStage, beziehungsweise wenn ihr es seht, war es wahrscheinlich letzte Woche. Und damit die was für ihre Erinnerungen haben, habe ich gedacht, kriegen sie von mir ein Starter-Kit, Travel-Notebook, was einen Umschlag beinhaltet, ein einzelnes Heft und vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar Sticker oder was. Muss ich mal gucken. Dafür habe ich aber gedacht, mache ich was Besonderes und habe mir eine Stadtkarte, einen Stadtplan von Mainz gesucht online, habe den in einem Word-Dokument einfach auf in mein Dokument reingezogen, habe mir dann eine Grafik gemacht mit dem Onstage-Logo und Mainz und dem Datum. Hier haben wir noch einen Stern, da wo das Hotel ist, wo auch die Konferenz, also das Onstage, stattfindet. Und das war es eigentlich schon. Und dann habe ich es auf die passende Länge zugeschnitten. Die Höhe passt ja sowieso genau mit 21 cm. Und in der Breite habe ich dann 25 cm, oder sind es 24 in dem Fall, für, wie auch beim letzten Mal schon gezeigt, Mittelfalz, etwas Rückenbreite und dann 11, bisschen was für den Deckel. Das heißt, gefaltet sieht das nachher so aus und weil das natürlich mit nur Pappe überhaupt nicht halten würde, wird das Ganze laminiert. Wie gesagt, ich habe ein schweres Papier genommen, ein 200er, nee, das ist ein 250er, genau, 250 Gramm Papier, beziehungsweise Whisper White von Stamping Up, was auch fest genug ist. Und dann eben so viele, wie ich brauche. Und im Endeffekt werden die dann nur noch bündig, linksbündig. Ihr müsst sie vorher schneiden und falzen. Na? Also ich habe mir in dem Fall das Muster ausgemittelt. Das war jetzt praktischerweise genau dieser Rasterstrich. Habe dann mittig meine Coverbreite genommen. Habe einen 3/4 cm jeweils nach, in dem Fall links, gefalzt und dann nochmal die Coverbreite nach hinten. Ist bei euch individuell, je nachdem wie groß ihr das auch macht, das ist ein Standard-Size mit 21x11 bzw. ein bisschen Überstand. Aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere Möglichkeiten von der Größe her. Ich mache es jetzt nicht so, wie es jeder natürlich machen würde, mit dem linken Abstand hier hinten rein. Mit der linken Kante hinten rein, sondern ich drehe es um, weil ich dann die Vorderkante nicht schneiden muss und die wirklich so nah wie möglich dann dran ist. Das heißt, ihr schiebt es wirklich bis Anschlag, dann ist es nämlich auch gerade und mit gleichmäßigem Abstand oben und unten und lasst es dann so durch den Laminierer, dann müsst ihr nämlich nur noch hinten die Kante abschneiden und die Ecken runden. Ich mache das aber im Büro, weil da habe ich die stärkeren Laminierfolien. Und insofern kommt halt Teil 2 des Videos dann gleich im Anschluss. Ciao. Weil ich gerade drüber bin, habe ich gedacht, ich zeige euch das Falzen nochmal. Und zwar habe ich jetzt so gemacht, weil ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass mir auch dieser Abstand immer genau passt. Ich falze quasi von der Vorderkante her über Kopf. Bei 11, 3/4, 11,75, das heißt, da habe ich hier die 4/5-Achtel-Linie, die ganz praktisch ist, da brauche ich nicht jedes Mal nachgucken, und dann bei 12,5 nochmal. So, ihr Lieben, jetzt ist das Ganze laminiert, ich habe die anderen 17 auch schon fertig gemacht, ich zeige euch jetzt am letzten,
wie ich das Ding finische. Und zwar ist es jetzt laminiert rundherum. Ihr seht, mit guten 2,5-3 mm Laminierkante. Und jetzt geht ihr nur noch hin mit der Lochzange und macht in euren Rücken relativ weit unten und relativ weit oder sehr weit oben eure Löcher. Und in der Mitte, also nach 17 weiß ich ungefähr, wo die Mitte ist, gibt es den Trick. Manche sagen, ihr braucht ein Big Bite, um da reinzukommen. Andere sagen, macht das Loch mit der Ahle. Nö, ich halte es da wie früher beim Herzchen ausschneiden. Man kann das Ganze auch in die Hälfte falzen. Und das Loch so reinstanzen. Nö, passt wunderbar. Dann nehmt ihr ein Gummiband, was zweimal so lang ist wie eure Höhe. Viel mehr muss es nicht sein, weil der Knoten, es darf ja ein bisschen auf Spannung sein. Insofern könnt ihr den Knoten dann aus der Länge rausmachen. Und ihr braucht noch ein Gummiband mit der doppelten Breite für ein Haar drumherum. Ich habe jetzt an meinen schon ein bisschen gebammelt rangeschraubt. Insofern fange ich jetzt von oben das Fädeln an. Normalerweise würdet ihr von unten anfangen zu fädeln. Das heißt, ich gehe mit dem, was hinten sein soll, hier rein. Mit dem, was vorne sein soll, ins vordere Loch. Das ist jetzt ein 1 mm Gummi, wie ihr ihn bei Amazon bekommt. Völlig problemlos. Und dann geht ihr hier von innen nach außen. Und von außen nach innen. Und dadurch, dass ich mein Gebammel eben schon dran habe, musste ich ein bisschen schauen, wo ich meine Knoten haben will. Und habe es entsprechend angeknotet. Und jetzt seht ihr, geht ihr hier, dehnt euch den Gummi auf. Und ups. Vorführeffekt, ne? Wie gesagt, es darf sich ein bisschen biegen, es darf sich dehnen. Na, geh schon hier. Dafür ist Gummi ja da. Liegt in der Natur der Sache. Hat ein bisschen was von Luftballonsknoten. So. Und ihr seht, der Gummi ist weich genug, dass er nachgibt. Und jetzt geht ihr hier, steckt von außen, ist es in der Regel einfacher, euer Gürtelgummi, sag ich mal so, durch. Et voilà. Und dann geht ihr hier und könnt eure Inserts reinmachen. Die Inserts zeige ich euch gleich, wie ich die gemacht habe. Und fertig ist das Travel Journal, was ich als TeamSwap gemacht habe für OnStage und nachher geht's los. Ich bin dann ganz gespannt und freue mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Anleitung, könnt was damit anfangen und vielleicht zeigt ihr mir mal eins von euren Travel Notebooks. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Like und über ein Abo. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss.